Ja, vielleicht fangen wir einfach schon mal an mit ein paar Infos. Wir haben uns natürlich vorher überlegt, wie wir das machen, wenn ihr Rückfragen habt. Und dann sagte die Kathi uns, es haben sich 150 Leute angemeldet und in der Regel kommen dann auch ungefähr die Hälfte rein. Das sind ja dann immer noch über 80, wie man sieht. Das wäre einfach unmöglich, im Chat da irgendwie noch die Fragen, den Fragen nachzugehen. Von daher haben wir gedacht, wir machen jetzt einfach unseren Part zu Ende und dann habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Schaut mal, und unten, da gibt es einen Button, da steht Reaktionen. Wenn ihr da drauf geht, dann habt ihr links eine Hand. Das ist so viel wie Aufzeigen. Ja? Wer also eine Frage hat, einfach da drauf gehen. Und falls wir nicht reagieren, dann stellt euch einfach, stellt euch, also stellt diese, Sch stellt euch auch nicht mehr stumm. Wie soll man das denn jetzt sagen? Also Stellt euch auf laut. stellt euch auf laut, unten links, da könnt ihr dann drauf. Draufgehen, da ist ein Button stumm schalten, da geht ihr drauf, dann seid ihr freigeschaltet und da könnt ihr auch einfach reden. Ja, falls wir das nicht sehen. Es sind ja 84, ich weiß nicht, ob wir gleich 84 Fenster sehen. Jetzt sind sechs. Vielleicht ja 86 ganz kleine Fenster, müssen wir mal gucken. Nee, das geht nicht. Aber die Hände hochheben, die kommen ja dann nach vorne. Deswegen müssten wir das Ja. eigentlich. Also wir versuchen das einfach. Nehmt Rücksicht auf uns. Das ist jetzt natürlich hier Die Premiere. genau die Premiere und auch so viele Menschen. Und wir sehen uns ja jede Woche jetzt, ne? Also wenn ihr vielleicht nicht gleich eure Fragen beantwortet bekommt und sie noch eine Woche Zeit haben, dann ist das auch okay. Oder ich habe deswegen extra hier diese Folie gemacht, dass ihr auf unseren Homepages gucken könnt. Da sind ja auch unsere Kontaktdaten. Hier unten Pro Vita Oleum, das ist der Verlag, wo ihr unser Buch bekommt, wenn ihr das noch nicht habt. Und da könnt ihr einfach schauen und unsere Telefonnummer, unsere E-Mail, da findet ihr alles von uns. Und dann könnt ihr, wenn es ganz heiß ist und ganz doll brennt, könnt ihr uns auch einfach kontaktieren. Ja, dann könnt ihr uns einfach anschreiben und wir haben auch wirklich auf allen Kanälen schöne Gruppen zum Austausch. Ne, dann könnt ihr euch gerne melden, wenn ihr Interesse habt. Genau. Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen in die Orga quasi, ne, in die Rahmenbedingungen. Dann können wir ja gleich weitermachen, wenn wir schon darüber sprechen. Also und dann stell ich mich vor, glaube ich, oder? Du hast das Symbol, hast du schon erklärt, dass man die Hand heben kann. Genau. Und wir wollen ja einen ziemlich kurzen, knackigen Zoom hier machen und wollen jetzt nicht irgendwie stundenlang um irgendwelche heißen Suppen und Breie reden, sondern das soll kurz und knackig sein, weil wir uns ja auch regelmäßig sehen. Also was ich so denke, was ich so finde, dass das auf jeden Fall auf eine sehr, sehr gute Resonanz gestoßen ist. Also unsere Idee, diese Buchreise anzubieten, wo wir selber gesagt haben, boah, wir haben da einfach total Lust drauf, wir wollen das gerne machen. Das scheint Sinn zu machen. Also hoffentlich sehen wir mal, ne? Gucken wir mal, wie das wird. Was wollten wir noch sagen? Genau, bei näheren Infos habe ich schon gesagt, dann könnt ihr uns auch persönlich schreiben, habt ein bisschen Geduld mit uns. Wir sind ja auch normal am Arbeiten, ne, dass wir vielleicht nicht alles sofort super schnell beantworten, aber wir geben uns ganz, ganz viel Mühe, dass wir das alles hinbekommen jetzt in dieser gemeinsamen Reise, die wir jetzt antreten. Und jetzt gucke ich in Susanne und ich haben heute Morgen telefoniert und sie hat mir netterweise alles aufgeschrieben, weil ich am Autofahren war. Genau, also genau, wir nennen keine Marken heute, ne? Also das ist ja immer die erste Frage, die kommt, welches Öl benutzt ihr? Und ich weiß, das will man natürlich gerne wissen. Das könnt ihr uns auch gerne privat fragen. Wir sind da ganz offen und freuen uns natürlich, wenn ihr noch mehr Zeit mit uns verbringen wollt und auch noch mit in unseren Ölezirkel hinein wollt. Aber das hat jetzt mit der Buchreise hier nichts zu tun, weil wir wollen natürlich hier auch über Erkrankungen sprechen. Und deswegen dürfen wir in dieser Verbindung keine Marken nennen. Und wir können auch nicht über jede Marke was sagen, weil wir ja jetzt, es gibt unglaublich viele ätherische Ölefirmen und da können wir jetzt auch nicht, ne, immer uns zu äußern. Deswegen bitte. Hauptsache, die Qualität ist super gut. Darum Ne? geht's. Genau. Ja, da kommen wir ja gleich noch Kommen wir zu. gleich aber noch genauer zu, weil heute ist ja sozusagen der Einstieg in unsere Reise, in unsere Buchreise.
Willst du mal noch ganz kurz erzählen, wer du bist, Henriette? Genau, und dann würde ich jetzt anfangen mit der Vorstellung, mit mir. Und zwar bin ich die Henriette Hegener und die glückliche Autorin an Susannes Seite. Und wir haben dieses wunderschöne Buch, wie ihr höchstwahrscheinlich schon wisst, geschrieben. Und ich wohne mittlerweile in Spanien, in Andalusien, komme gebürtig aus dem Sauerland. Ja, und wenn die Susanne mich dann stumm schaltet, dann hört man mich auch nicht mehr. Das wird super, ich freue mich schon richtig. Genau. Und ja, ich erzähle jetzt gar nicht so viel über mich, das könnt ihr auch alles nachlesen. Ich freue mich einfach total. Ich bin wirklich sehr, sehr berührt, dass ihr euch so zahlreich hier angemeldet habt. Ich freue mich total auf unsere gemeinsame Reise. Lasst uns loslegen. Und Susanne, ja, ich gebe an dich einfach weiter. Ja, ich mache jetzt mal ganz kurz auch mich. Was ich zu Henriette noch sagen möchte. Henriette ist eine Kräuterhexe mit Leib und Seele. Also von Henriette kann man so viel lernen. Und sie hat mich auch wieder an ätherische Öle rangeführt. Ich bin ätherische Öle-Junkie schon lange, lange gewesen. Hatte früher auch einen Laden, habe auch welche verkauft und habe das dann aber nie an den Tieren angewendet, weil es immer hieß, bei Tieren ist es gefährlich. Und ja, und so bin ich dann vor ein paar Jahren, hat die Henriette mich da wieder rangeführt. Und ich bin wie Henriette auch Tierheilpraktikerin. Wir haben an derselben Schule gelernt, haben dann irgendwann auch festgestellt, dass wir an derselben Akupunkturschule auch gelernt haben. Und ich habe ja schon ein paar andere Bücher geschrieben und habe immer festgestellt, dass Leute trotzdem unsicher sind. Du kannst denen alles aufschreiben, die lesen das auch und dann, wenn der Hund Flöhe hat, rufen sie mich dann doch an. Ja, obwohl es da drin steht. Und das war mir einfach ein Bedürfnis, so ein schönes Sachbuch. Das ist schön und gut, aber man muss sicher im Umgang damit sein. Und da kamen wir wirklich auf die Idee, euch dabei zu begleiten, sodass, wenn Rückfragen sind, ne, dass man... dass ihr die Fragen stellen könnt und ja, dass wir wirklich Kapitel für Kapitel durchgehen und auch mal vielleicht mal einen Punkt zeigen am Hund oder so. Ja, das war uns einfach wichtig, dass man sicher wird und dass man auch wirklich mit dem Buch arbeitet. Das haben wir ja nicht umsonst auf so einem hochwertigen Material drucken lassen, ne? Zusammen mit dem Verlag. Ja. So viel zu mir. Ich wohne in Mahl im Ruhrgebiet. Ich bin die Susanne und ich bin 52 Jahre alt. Und ja, freue mich, dass wir jetzt endlich loslegen. Henriette, du fängst an mit der Geschichte. Ich fange an mit der Geschichte. Ich mache mal meine Stirnlampe an. Also, oh Gott, ich bin blind. Und du guckst ein bisschen, es kommen immer noch welche rein. Wir sind schon 91. Okay. Ne? Dann schaust du so lange, wie ich spreche. Und dann wechseln wir uns ab. Also ganz kurz, wir wollen ja gar nicht jetzt hier eine Lesung machen. Also ich werde jetzt hier nicht einfach alles so plump ablesen. Natürlich lese ich ein paar Stellen, aber wir werden auch versuchen, einfach das Ganze so ein bisschen ja, lebendig zu halten. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, macht dieses Händchen hoch und dann können wir euch so eintreten lassen und dann habt ihr auch den Raum für euch. Genau, es geht um die Geschichte der Aromatherapie. Das ist natürlich super spannend. Wir haben in unserem Buch da so uns nicht allzu lange mit aufgehalten, aber trotz alledem ist natürlich erwähnt, weil die Aromatherapie gehört zu den wirkungsvollsten und ältesten therapeutischen Methoden. Vielen Menschen ist heute nicht mehr bewusst, wie stark diese Essenzen wirken und wie lange sie bereits zur Förderung der körperlichen und seelischen Gesundheit genutzt werden. Bereits seit Jahrtausenden Jahren werden ätherische Öle zur Heilung und auch bei wichtigen Zeremonien eingesetzt, um ihre einzigartigen Pflanzenwirkstoffe medizinisch zu nutzen. Manche bezeichnen ätherische Öle als die Seele der Pflanzen. Also ich habe viel darüber nachgedacht und ich finde tatsächlich, das hat schon auch eher was von dem Schweiß, ne, der Pflanze. Ist natürlich negativ behaftet jetzt so in unserer Gesellschaft, aber eigentlich ja an wirklich was total Konzentriertes. Und natürlich nur, wenn sie pur sind, haben sie auch diese Wirkung.
Zunächst nutzten unsere Vorfahren die Duftwirkung der Pflanzen durch das Räuchern, sowie als warme oder kalte Auszüge von Ölen und Wasser, als Abkochung, Absude und in Form von Aufgüssen, zum Beispiel in Schwitzhütten oder Dampfbädern. Auch der einfache Teeaufguss ist einer der ältesten Heilmethoden unserer Vorfahren, den Waldvölkern Mitteleuropas. Er wirkt durch die mit heißem Wasser gelösten ätherischen Öle der Pflanze. Natürlich kannte die europäische Volksmedizin auch alkoholische Tinkturen, Pillen als Kräuterpulver, Salben, Heilkräuterbiere und Weine, Umschläge und Pflaster, Kräuterbäder, Kräuterkissen und Inhalationen. Das Schöne und der Unterschied ist tatsächlich aber, dass wir ja, wenn wir jetzt eine Therapie machen oder uns was Gutes zuführen mit Tee zum Beispiel, also mit einem heißen Auszug einer Pflanze, dass wir da ja schon so dreimal täglich und 3 Wochen lang und so weiter, und das können wir tatsächlich auch mit einem Tropfen manchmal erreichen. Ja, wir gehen in unserem Buch noch weiter darauf ein, in den verschiedenen Kulturen, in anderen Ländern, natürlich nicht nur Europa. Uns war es aber wichtig, auch zu sagen und dass wir wissen, weil wir ganz oft ja so asiatisch orientiert sind, dass wir hier auch in Europa und gerade auch so in den nordischen Ländern unglaublich tolle, guck mal, da will wieder jemand rein, so unglaublich tolle alte medizinische Kultur haben, Naturheilkunde, und es lohnt sich auf jeden Fall, da sich auch mit zu beschäftigen, zum Beispiel Wolf-Dieter Stoll mal anzuschauen oder so, sich da die Bücher zu besorgen. Und dann würde ich schon an dich weitergeben, Susanne, oder gibt es schon Fragen bei euch? Ach, vielleicht machen wir die Fragen zum Schluss, oder? Dass oder ihr euch die Fragen vielleicht nutzt. Wir machen die Fragen zum Schluss, genau. Ja, wenn man mal überlegt, im alten Ägypten, ne, die Mumien sind ja auch mit ätherischen Ölen eingesalbt worden. Ne? Genau. Im genau. alten Ägypten, da gab es ja schon die ersten Destillationsanlagen. Ja, kommen wir zu den Qualitätsmerkmalen. Und die Qualitätsmerkmale, ich meine, ich bin jemand, der sowieso Bioprodukte isst. Ich kaufe nur Bio-Obst und Bio-Gemüse. Aber ich finde es noch viel, viel wichtiger, dass alles, was pflanzlich ist, sei es jetzt ein ätherisches Öl oder ein Tee oder Gewürze, dass das so, so wichtig ist, dass die schadstofffrei sind und dass das wirklich am besten eine Demeter-Qualität ist. Denn wenn wir uns mal vorstellen, wir machen uns einen Tee oder wir geben eine Handvoll Kräuter in die Soße oder in die Suppe, wenn die heiß ist, zum Schluss soll man das ja machen. Die soll man ja nicht mitkochen, aber dann hat man einen Auszug und die ganzen Schadstoffe, die da drauf sind, die gehen dann ja raus in das Wasser. Ne? Ich finde es also gerade bei diesen Pflanzen, finde ich das so wichtig, dass man auf eine gute Qualität achtet. Und wir kommen ja gleich noch dazu, wenn die Henriette die Wirkungen beschreibt. Warum bildet denn eine Pflanze ätherische Öle? Erstens mal, um Nützlinge anzuziehen und vor allen Dingen, um Schädlinge fernzuhalten. Gerade auch Pilz zum Beispiel. Und wenn man eine Pflanze spritzt mit Herbiziden, Pestiziden, dann hat man nicht nur diese Schadstoffe auf der Pflanze, sondern die Pflanze wird auch kein ätherisches Öl mehr produzieren. Das braucht sie ja nicht. Das braucht sie dann nicht mehr. So. Ja, eine Pflanze entwickelt und gedeiht am besten in der Höhenlage und Klimazone, in der sie sich von Natur aus angesiedelt hat, also dort, wo sie ihren Ursprung hatte und seit langer Zeit lebt. Die Ernte findet ausschließlich zu dem Zeitpunkt statt, wenn der Anteil des ätherischen Öls in der Pflanze am höchsten ist. Das ist ja total unterschiedlich bei den verschiedenen Blüten. Die eine Blüte wird um 12 Uhr mittags geerntet, die andere morgens beim Sonnenaufgang. Das ist ja eine Medizin für sich, ne? Ja, und man hat es ja tatsächlich hier mit Lebewesen zu tun, ne? Pflanzen sind Lebewesen und die haben auch nicht jedes Jahr am selben Tag zur selben Uhrzeit ihre besten Werte. Und da muss man tatsächlich dann auch in der Zeit ganz, ganz nah mit den Pflanzen zusammen sein und immer wieder gucken und testen und schauen, wie hoch ist der Wirkstoff gerade. Ja, vor allen Dingen, wenn man die halt wirklich therapeutisch nutzen will. Es geht ja bei ätherischen Ölen nicht um Duftöle, die einfach nur gut riechen, sondern wir wollen die ja wirklich auf allen Ebenen einsetzen. Genau.
Die geernteten Pflanzen gehen anschließend sofort in die Destillation vor Ort. Durch lange Transportwege kann der Wirkstoffgehalt des Öls sinken und ein ungewollter Befall mit Pilzkulturen entstehen. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass wirklich da, wo angebaut wird, auch geerntet und destilliert wird. Das gilt übrigens auch für einen guten Wein. Das habe ich von meinem Vater gelernt, der ist Italiener und der guckt immer hinten auf die Flasche, ob der Wein auch wirklich da abgefüllt wurde, wo die Trauben geerntet wurden, wo der Wein auch hergestellt wurde. So, die Destillation. Bis auf wenige Ausnahmen kommt bei der Herstellung von 100% naturreinen ätherischen Öl die Wasserdampfdestillation zum Einsatz. Dabei sind die Materialien der Destille, zum Beispiel die der Armaturen, der Schläuche und Behälter, sehr wichtig, da manche ätherische Öle die Fähigkeit besitzen, Plastik zu lösen, zum Beispiel die Zitrone. Die Dampfdestillation ermöglicht die stärkste und reinste Konzentration pflanzlicher Inhaltsstoffe, die fettlöslich sind, ohne dass weitere Hilfsstoffe zum Einsatz kommen. Fast alle ätherische Öle außer den Zitrusölen, da gibt es eine Kaltpressung der Schalen, und dem Jasminöl und Vanilleöl, das ist eine Extraktion, werden durch verschiedene Formen der Wasserdampfdestillation gewonnen. Ich meine, das ist natürlich auch der Vorteil, ne? Die Zitrone zieht Mikroplastik auch aus dem Körper. Das ist natürlich fantastisch. Mhm. Wenn man das aber jetzt aus einer Destillerie hat, wo dann mit Plastik gearbeitet wird, dann hat man natürlich ein Problem, ne? Klar. Ja, und natürlich am wichtigsten sind die Böden, ne? Ganz, ganz, ganz wichtig, die Böden. Und wenn man mal überlegt, wie lange Schadstoffe da noch messbar sind, ne? Auch wenn es 10-mal umgegraben wurde, die Verfassung des Bodens sowie der Anbau haben maßgeblichen Einfluss auf die Qualität der Pflanzen und dadurch natürlich auf die Wirkung und den Wert eines ätherischen Öls. Grundsätzlich sind bei der Bodenqualität der Mineraliengehalt, der für die jeweilige Pflanze optimale pH-Wert, sowie die Beschaffenheit von großer Bedeutung. Der Boden sollte frei von Chemikalien, wie zum Beispiel Pestiziden, Herbiziden, Fungiziden und Kunstdünger sein und während der letzten 25 Jahre mit diesen Toxinen auch nicht in Kontakt gekommen sein. Sogar Kampfstoffe aus dem Ersten Weltkrieg oder das seit über 30 Jahren verbotene Insektizid DDT sind heute mancherorts noch in Böden nachweisbar, da es Jahrzehnte dauert, bis sie komplett abgebaut sind. Also wir haben immer ganz schön was zu verwerten im Körper. Deswegen ist gut, immer ausleiten, immer mal ausleiten, mal eine Entgiftungskur machen. Ja, das tut genau. Gut. Ein Biosiegel alleine schützt daher nicht zuverlässig vor unerwünschten Schadstoffen in ätherischen Ölen. Ein optimaler Boden sollte von reichlich Mikroorganismen und Regenwürmern besiedelt sein und ausschließlich mit eigenem Kompost und natürlichen Düngemitteln, zum Beispiel ätherischen Ölen, behandelt werden. Sodass sich ein natürlicher Kreislauf bildet. Aus gesunden Pflanzen ergibt sich wiederum hochwertiges, unmanipuliertes Saatgut für den weiteren Anbau. Und da haben wir uns ja bei dir inspirieren lassen mit deinem Komposthaufen, Henriette. Das okay. Werden wir uns auch hinten anlegen. Ja, also wir machen ja hier Permakultur und Mischkultur. Und also wenn man das wirklich lebt und das verstanden, also man kann es natürlich verstehen rein vom Wissen her, klaro, ne, wir sind ja alle nicht doof. Aber wenn man das wirklich lebt und begriffen hat, was da passiert und es den Pflanzen dann auch viel, viel besser geht und es ihnen einfach ansieht, das macht wirklich so eine Menge. Und wir sprechen ja hier nur über die Dinge, die, ja, ich sag mal, wissenschaftlich klar sind, ne? Aber was energetisch dann noch passiert mit dem Land, mit dem Boden, mit den Pflanzen, mit den Menschen, mit den Tieren, die alle in Symbiose dann leben, das ist einfach nochmal, da könnte man ein eigenes Buch drüber schreiben. Schön. Ich habe gestern übrigens ein Buch gelesen, von einem Tierarzt geschrieben, also kritisches Buch, ne? Und der sagte über Wissenschaft, es heißt ja immer, das ist wissenschaftlich nicht erwiesen, ne? Aromatherapie, Homöopathie. Und wenn man sich mal die Definition von Wissenschaft durchliest, das ist genau das. Wissenschaft entsteht durch Erfahrung und Beobachten. Die machen nichts anderes eigentlich als wir. Ne? Wir in der Naturheilkunde, wir leben natürlich vom Beobachten, vom Ausprobieren, wirklich Dinge ausprobieren, Produkte ausprobieren, Mittel ausprobieren und dann wirklich unsere eigenen Beobachtungen machen, unsere eigenen Erfahrungen und natürlich auch untereinander die Erfahrung austauschen, das ist total wichtig. Deswegen total. Sind auch diese Abenden, die sind für uns auch ganz toll, weil wir mit Sicherheit auch ganz, ganz viel von euch lernen. Genau,
Ja. Und das ist so ein Segen. Also auch mit unseren Tierheilpraktikerinnen, da haben wir schöne Gruppen. Das ist einfach immer wieder toll, ne? Dass man voneinander lernen kann, weil es muss auch nicht jeder jede Erfahrung. Nein, genau. Manche Erfahrungen dürfen auch weitergegeben werden. Genau, genau. Ne? Ich habe zum Beispiel mal, ich wollte mal eine Nasenspülung machen, habe gedacht, ich wäre ganz schlau und habe einen Tropfen Thymian mit da rein. Und das war überhaupt nicht schlau. Weil natürlich, erstmal ist Thymian ein ganz, ganz starkes ätherisches Öl und dann darf das natürlich nicht an die Nasenschleimhaut. Ne? Aber gut, das ist auch schon, ach, das ist auch bestimmt schon 20 Jahre her. Wir lernen aber ja alle dazu. Genau, deswegen erzählst du uns das jetzt, damit wir das jetzt nicht erleben dürfen müssen. Genau, ihr müsst es nicht erleben. So, dann gibt es natürlich Qualitätssiegel. Ne? Es gibt den kontrolliert biologischen Anbau, KBA. Dann gibt es die Wildsammlung, die wird mit WS abgekürzt. Es gibt den konventionellen Anbau, der also aus heutiger Sicht als Therapeutin für mich überhaupt nicht mehr in Frage kommen würde. Ich weiß, die ätherischen Öle, die ich früher in meinem Geschäft verkauft habe, da waren manche konventioneller Anbau. Ne? Und dann gibt es natürlich den Demeter-Anbau. Das ist jetzt so für Deutschland das strengste Biosiegel, wo man davon ausgehen kann, dass absolut keine Pestizide zum Einsatz kommen. Ja, und dann gibt es einige wenige Hersteller, die wirklich den kompletten Kreislauf vom Saatgut über die Bodenaufbereitung, Anbau, Pflege, Düngung, das Ernten, die Destillation und den Verkauf eigenverantwortlich übernehmen. Und da habe ich jetzt auch, ich war am Wochenende bei einem schönen Öletreffen und da habe ich auch erfahren, dass, also wenn es wirklich Leute genau nehmen mit, und ganz hochwertige ätherische Öle, energetisch auch gute Öle produzieren, dass die auch wirklich darauf achten, wer die erntet. Ne? Und wenn da einer einen schlechten Tag hat oder zwei streiten sich auf dem Feld, ja, dann müssen die erstmal runter vom Feld und sich mal in Ruhe unterhalten. Ne? Und das macht für mich total Sinn, weil wir sollten ja, also ich denke mal, viele von uns arbeiten in irgendeiner Form energetisch. Ja. Und wenn wir nur die Hand auflegen bei unserem Hund, das ist ja auch eine Energiearbeit, eine Energieübertragung. Und egal, was wir machen, ob wir akupunktieren oder egal, was wir machen für eine Körperarbeit, für eine energetische Arbeit, wir sollten uns immer gut fühlen. Also wir sollten das auf keinen Fall machen, wenn wir selber niedergeschlagen sind, ja, oder total schlecht drauf sind. Das macht man einfach nicht. Oder irgendwas austesten mit dem Tensor, das ist nicht gut. Ne? Und auch dabei können uns ja ätherische Öle helfen, dass wir unsere Frequenz erhöhen können, dass wir gute Laune kriegen, dass wir wieder uns hochhalten. Gerade in solchen besonderen, für jeden von uns in irgendeiner Form anstrengenden Zeit. Und also für mich ist es einfach ein ganz, ganz tolles Mittel, wenn ich die Lampe anmache und dann habe ich hier schon den Duft. Und also ich bin ja auch ein Duftmensch. Für mich ist es einfach völlig unverzichtbar. Und deswegen macht es auch so viel Freude, damit zu arbeiten. Ja, nochmal kurz zum konventionellen Anbau. Klar, da versucht man den Ernteertrag durch den gezielten Einsatz von künstlichen Düngemitteln und Pestiziden zu steigern. Und natürlich hat man dann die Rückstände von Schadstoffen in den Pflanzen, ganz klar. Dann gibt es auch, gerade hier in Deutschland mit der Deklarationspflicht, das ist ja so eine Sache, das kennen viele von uns ja auch beim Tierfutter. Ne? Am Ende kann man das eine oder andere draufschreiben, darf wichtige Informationen weglassen oder verändern. Und so ist es halt auch mit ätherischen Ölen. Da ist dann manchmal Zitronengras drin, obwohl Zitronenmelisse draufsteht, oder es wird die Rosengeranie genommen, obwohl Rose draufsteht. Rosengeranie riecht natürlich auch schön. Aber Rosengeranie ist auch super wertvoll. Ja, aber hat eine ganz andere Wirkung. Hat eine ganz andere Wirkung als die Rose. Genau. Ja? Rose ist echt ein Heilmittel. Rose hat eine ganz hohe Frequenz. Aber die Rosengeranie ist auch ein ganz tolles Öl. Auch ein ganz tolles Öl, auch für Infektionsgeschichten, Parasitenschutz und so weiter. Ja, und dann vielleicht noch ein paar Worte zu der Aufbewahrung von ätherischen Ölen. Also vor Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren, am besten an einem Elektrosmog und strahlungsfreien Ort. Ne, also das finde ich immer ganz wichtig. Die gehören irgendwie an einen energetisch guten Ort. Absolut, ja. Wenn Sie die Öle im Sommer im Auto transportieren möchten, benutzen Sie am besten eine Kühltasche.
diese Info natürlich insbesondere an die Adresse von Therapeuten oder von Nutzern, die einfach dann auch gerne mal mit zum Pferdestall nehmen oder so. Ne? Im Grunde verhält sich das so ähnlich wie bei homöopathischen Mitteln. Ätherische Öle sind flüchtig. Teilweise sind sie in der Lage, also flüchtig, also immer gut verschließen, wenn ihr sie geöffnet habt, nicht offen rumstehen lassen. Und nicht kippen? Nicht kippen. Und da manche ätherische Öle in der Lage sind, Kunststoff zu lösen, halt auch immer stehend aufbewahren. Da findet man auch, die Henriette hat so schöne Taschen, auch für den Transport, ne, so mit so einzelnen Fächern. So was habe ich gar nicht. Ich nehme mal irgendwie was anderes Gutes. Und was ich euch noch sagen wollte, wenn man mal so Öle mit hatte im Urlaub oder so, dann kann man die ja vielleicht nicht so optimal aufbewahren, zumindest bei uns im Wohnmobil. Oder die flogen dann mal in der Tasche rum. Und die kann man natürlich auch so zum Reinigen, zum energetisch Reinigen auf so eine Amethystdruse legen. Ne, das ist jetzt so ein Stück, das Stück einer riesigen Amethystdruse, die hat leider die Haushaltshilfe von meinen Eltern umgeschmissen. Dann ist sie in 1000 Teile gebrochen. Ich habe mir das Schönste mit nach Hause genommen. Und ich habe auch hier so ein... Steine drauf liegen und da lege ich dann auch, vorne habe ich auch noch ein Stück. Ich habe auch im Wohnzimmer eine richtige Druse und da kann man dann ruhig mal die Öle auch reinlegen. Genau, ich habe so ein Mandala-Brettchen und dann habe ich da auch so einen schönen Fluorid in der Mitte stehen, mit dem man dann auch direkt akupressieren kann. Also da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten, um einfach diesen kleinen Pflanzenhelfern auch ihre Bühne zu geben, ne? Weil das haben die ja auch verdient. Ja, Henriette. Ja, jetzt kommen wir zu dem spannenden Part der Wirkung von ätherischen Ölen. Die hier therapeutisch tätig sind und vielleicht schon mit Ölen arbeiten, die wissen es schon. Aber trotz alledem, ich finde es immer wieder total faszinierend. Es gibt übrigens viele Studien über ätherische Öle. Also da braucht ihr wirklich, da könnt ihr das Internet durchfräsen. Es gibt unglaublich viel. Wir haben auch immer mal welche genannt in unserem Buch. Und es ist natürlich schön zu wissen, weil, also ich habe es oft erlebt in der Praxis, jetzt nicht mehr so viel, aber früher, dass dann gesagt wurde, ja, das ist aber doch sehr esoterisch, was du da machst mit deinen ätherischen Ölen. Das hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass bei uns so dieses ätherische Wort, das Wort an sich ätherisch, vom Äther her, vom Äther, wie der Schweizer sagt, einfach so ein bisschen negativ vielleicht behaftet ist oder in diese Schublade reingesteckt wird. Aber es geht natürlich darum, dass es sehr, sehr schnell verflüchtigt, sehr schnell verschwindet. Also wenn ihr ein ätherisches Öl offen stehen lasst, dann wird es einfach in ein paar Tagen weg sein. Ne? Es wird dann den Raum erfüllen natürlich mit wunderschönen Wirkbestandteilen, aber es wird einfach verschwinden. Und das sollte man einfach wissen, dass wir hier so ganz, ganz hochflüchtige Essenzen haben und in allen anderen Sprachen heißt es ja auch Essential Oils, Aceites Essentiales, also es wird ist nur bei uns im Deutschen so ganz spannend. Ja, und wir sprechen ja hier von reinen Ölen, von puren Ölen, das heißt also unsere Öle, die wir verwenden, wenn sie hochrein sind und all diese Qualitätsmerkmale aufweisen, die Susanne gerade alle genannt hat, dann kann man damit wirklich ganz hochwirksam arbeiten und kann sie dann aber auch abschwächen, verdünnen, wie man möchte. Also man hat quasi die Grundsubstanz, die hochwirksam ist und kann selber entscheiden, wie stark möchte ich damit arbeiten, was möchte ich damit bewirken. Das ist natürlich eine ganz fantastische Lösung, als wenn die Firma das schon vorgemischt hat und man weiß nicht genau, was ist drin, welches Mischverhältnis und so weiter. Und Susanne, du hast am Anfang schon gesagt, dass ätherische Öle gebildet werden, um sich vor Fraßfeinden oder Schädlingen zum Beispiel zu schützen. Also die Pflanze ist natürlich schlau und möchte keinen Pilz, obwohl Pilze auch teilweise helfen der Pflanze natürlich. Ne? Also das ist auch nicht immer gleich negativ. Aber auch manchmal, um nützliche Insekten anzuziehen. Das ist gerade bei den Blütenölen natürlich der Fall. Das heißt also, wenn wir jetzt zum Beispiel eher in die Parasitenabwehr gehen, wo wir ja auch noch einen ganzen Abend, also einen ganzen Vortrag zu haben oder ein ganzes Reise-Event, dann muss man natürlich schauen, dass man nicht unbedingt Ilang Ilang oder Jasmin nimmt, weil dann würden zum Beispiel Moskitos sich vielleicht eher angezogen fühlen oder Wespen oder Bienen oder so. Ne? Oder die Susanne.
Oder die Susanne, die kommt dann auch angesummt, genau. Genau, in der Vielfalt und Vollkommenheit eines hochreinen ätherischen Öls wird die komplexe Intelligenz der Natur deutlich. Es gibt viele verschiedene Kategorien der Ölbestandteile. Also wir sind hier wirklich mit einem hochchemisch aufgestellten Wirkstoff haben wir es zu tun. Diese 14 Kategorien haben nochmal 200 bis 500 verschiedene Bestandteile. Und ich pick jetzt mal nur, jetzt muss ich einmal auf alle stumm schalten. Susanne, ich mach dich wieder an. Du musst dich selber wieder anschalten. Ja, ich kann mich auch selber anschalten. Genau, ich kann das gar nicht. Ich kann nur alle ausschalten, aber nicht anschalten. Das ist doch schon mal was. Das macht doch nichts, ne? Genau, also wir picken uns jetzt einfach mal ein paar raus, damit wir sehen, was genau kann man denn mit diesen Wirkbestandteilen machen. Nochmal ganz wichtig als Erinnerung, wir wollen alle Wirkbestandteile in den ätherischen Ölen haben, denn auch diese bedingen sich gegenseitig. Das heißt, wenn ein Wirkbestandteil durch vielleicht eine minderwertige Destillation nicht in dem Öl gelandet ist, kann das dafür sorgen, dass ein anderer Wirkbestandteil gar nicht mehr wirkt. Oder sogar vielleicht toxisch wird, also giftig. Ne? Also diese Balance. Die Pflanze hat sich ja, also es ist ja ein unglaublich ausgeklügeltes System, was die Natur sich da überlegt hat. Und das hat alles seinen Grund. Und wenn wir bestimmte Pflanzenbestandteile da nicht enthalten haben, dann kann das einfach kippen. Das ist so ähnlich wie bei Vitaminen, ne? Genau. Also da gibt es ja auch immer eine Synergie. Und deswegen sind ja auch so Monopräparate, sehen ja viele auch kritisch, ne? Weil du findest keine Frucht, die nur ein einziges Vitamin hat. Das ist eigentlich völlig unnatürlich. Genau. Ne? Ja, genau so sieht es aus. Und das ist halt überall, in allen, ne? Also alles, was so isoliert und sehr vereinzelt rausgeholt wird, muss man einfach schauen. Ne? Wofür möchte ich das nutzen und ist das wirklich von Nutzen? Wir gucken uns die Monoterpene an, Terpeten, Monoterpene. Davon gibt es ungefähr, wir sind ja auch immer noch nicht auf, ne, es wird ja immer noch geforscht, ungefähr 1000 verschiedene. Die sind zum Beispiel in Pinie, also Kiefer, in Grapefruit, in Weihrauch, in Orange, in Riesentanne, in Wacholder und Basilikum enthalten. Dann gibt es die Sesquiterpene. Die Sesquiterpene, da gibt es um die 3000 verschiedene. Das ist in Zeder, in Patchouli, in Sandelholz, Ingwer, Vetiver, Zypresse oder auch Myrrhe. Das sind diese balsamischen Öle, die auch sehr, sehr heilsam sind, gut für die Haut und so weiter. Dann haben wir den Vetiver, Entschuldigung, ich muss mal kurz was einwerfen. Vetiver ist ja auch total erdend und soll so, so aufgebrachte Gemüter runterholen. Und dann ist uns aufgefallen, das ist in Rasierwasser für Männer drin, ganz oft. Ja, das ist ja total erdig. Ja, und es ist aber auch ein sehr maskuliner Duft, ne? Also es bringt natürlich so den männlichen Duft, der ja mittlerweile hormonell auch sich sehr, sehr stark ins Weibliche verändert hat, bringt das natürlich wieder dazu, dass man Frauen anziehen kann zum Beispiel, ne? Also dass man dann als anziehendes männliches Geschöpf dasteht. Hoffentlich. Und wir haben ja Vetiver-Gras bei uns ganz, ganz viel auf dem Land gepflanzt. Wir nutzen dieses wunderschöne Gras, ist wirklich ganz, ganz toll, wird riesengroß und ist ein Windschutz einerseits und andererseits, die Wurzeln werden bis zu 5 Meter tief und sie helfen, das Wasser wieder zurückzubringen und sie mineralisieren, also sie unterstützen den Boden dabei, wieder lebendig zu werden. Und das ist für uns hier auf unserem trockenen Acker, also wir haben ja regelrecht ein Wüstenland, ist es so, so wertvoll, weil diese Gräser wieder Bäume unterstützen bei ihrem Wachstum und so weiter. Ne? Also, dass auch kein Erdrutsch passiert, dass nicht alle Mineralien weggespült werden. Also eine sehr, sehr tolle Pflanze. Und wenn man die Wurzeln haben, das ätherische Öl, und wenn man dann die Wurzeln einpflanzt, man ist die ganze Zeit im totalen Vetiver-Rausch, also wirklich sehr entspannt, sehr gechillt, sehr glücklich, sehr geerdet und total verbunden mit der Natur. Also kann ich sehr empfehlen, wenn ihr mal so eine Vetiver, so einen richtigen Trip haben wollt quasi. Dann haben wir die Phenole. Da hat ja Susanne gerade schon ein eindrückliches Beispiel genannt. Also da sind wir zum Beispiel bei Thymol oder Eugenol, was wir im Thymian finden oder im Bergbohnenkraut oder in der Gewürznelke.
im echten Lorbeer, im Zimt, im Basilikum. Das sind ätherische Öle, die halt achtsam behandelt werden sollten. Also so wie Susanne am Anfang sagte, direkt in die Nase, damit eine Nasendusche machen, ist keine gute Idee, weil das einfach zu stark ist. Diese Öle sorgen dafür, dass zum Beispiel die Pflanze Parasiten abwehrt, also dass sie dafür sorgt, dass sie nicht befallen wird. Und dadurch muss sie sehr, sehr, müssen sie sehr, sehr stark sein. Und da einfach zum Beispiel vorsichtig sein, verdünnen, aber das haben wir alles in unserem Buch ganz ausführlich auch beschrieben, dass man da einfach jetzt nicht solche Experimente macht. Ich habe das mit Rosmarin mal gehabt in der Badewanne. Es war auch super spannend. Das hatte ich auch. Das hatte ich auch schon. Ist auch schon Jahre her. Ja, Rosmarin in der ja. Badewanne, das war genau. Rosmarin in der Badewanne und hochschwanger, also das hätte eine richtige Party geben können. Ne? Da bin ich noch gut rausgekommen aus der Nummer. Genau, was sind noch Wirkbestandteile? Zum Beispiel, wir haben Alkane, wir haben Alkohole. Bitte nicht verwechseln mit Alkohol, was ätherischen Ölen auch zugesetzt wird als Verdünnung. Das ist was anderes. Also wir haben einen Alkohol in natürlicher Form enthalten in Pflanzen, selbstverständlich. Ne? Irgendwo muss es ja herkommen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir ein ätherisches Öl haben. Das machen viele Firmen, die dann einfach Alkohol mit dazugeben. So kann man das verdünnen und so hält sich das lange, ist aber natürlich total giftig. Bei Kleinkindern, Katzen und so weiter darf man diese Öle nicht anwenden. Wir haben Äther teilweise in unseren Wirkbestandteilen, Aldehyde. Wir haben Ketone, wir haben Carbonsäure, Ester, Oxide, Lactone, Kumarine und Furanoide. Und was ich eben sagte, das ist halt wichtig, denn einige dieser Wirkbestandteile werden auch nur gebildet, wenn sie sich miteinander verbinden können, wie zum Beispiel beim Ester ist das der Fall. Der Stoff entsteht nur, wenn sich ein Alkohol mit einer Carbonsäure verbindet. Also wir gehen jetzt ein bisschen in die Chemie, müsst ihr euch auch nicht merken, ist nur spannend. Und das findet man zum Beispiel in der Bergamotte als Linalylacetat oder bei der Immortelle, das ist auch die Strohblume, als Nerylacetat. Und dieses Ester, was sich dadurch bildet, ist zum Beispiel dafür verantwortlich, dass wir eine entspannende Wirkung verspüren, das ist stressabbauend, das ist ausgleichend. Und um diese Stoffe zu bekommen, braucht man einfach diese hohe Qualität. Denn wenn eines dieser Stoffe nicht vorhanden ist oder nicht ausreichend vorhanden ist, haben wir diesen Wirkstoff nicht. Und dann ist es einfach nicht entspannt oder weniger vielleicht. Genau, dann gibt es noch die verschiedenen Chemotypen. Da muss man halt schauen, welche Gattung, welche Familie von dem Thymian benutzt wird. Wo wächst sie, wo ist sie groß geworden, wo ist der Geburtsort? All diese Dinge spielen eine unglaublich wichtige Rolle. Klima und so weiter haben wir ja alles schon eben gehört. Und das ist halt eine Art Symbiose, die diese Wirkbestandteile eingehen. Und das ist das Fantastische. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie denn diese Wirkbestandteile auf der körperlichen Ebene wirken überhaupt. Also ein ätherisches Öl, das haben wir schon gehört, ist natürlich um ein Vielfaches stärker als zum Beispiel eine Kräuterzubereitung wie Tee. Und besitzen regenerierende Eigenschaften, die in Pflanzen in hochkonzentrierter Form vorkommen. Also wir können mit ganz, ganz wenig ganz, ganz viel erreichen. Deswegen sagen wir auch immer, seid vorsichtig mit den Dosierungen, seid achtsam. Wir müssen gucken, dass wir da auch ein gutes Gefühl zu bekommen. Leider ist es manchmal so, je nachdem, mit welchen Ölen man gearbeitet hat, dass man dann mit teilweise 10, 15, 20, 30 Tropfen, habe ich alles schon gehört und erlebt, das ist natürlich mit einem hochrein ätherischen Öl überhaupt nicht nötig und wäre auch wirklich nicht besonders schlau. Also tatsächlich würde da ein Tropfen reichen, denn ein Tropfen eines hochrein ätherischen Öls hat so viele Moleküle, wie wir Körperzellen haben. Also brauchen wir einfach auch so gar nicht viel. Was kann denn jetzt so ein ätherisches Öl? Sie können zum Beispiel die Sauerstoffzufuhr in der Zelle erhöhen. Sie durchdringen die Blut-Hirn-Schranke, weil sie diese feine Molekularstruktur haben, wo ich gerade von gesprochen habe. Sie wirken direkt auf das limbische System. Da schauen wir gleich nochmal nach und gucken uns das nochmal genauer an. Sie bringen Nährstoffe in die Körperzelle und transportieren Giftstoffe ab. Das haben wir eben schon gehört mit der Zitrone. Habt ihr ja jetzt schon, wisst ihr, ne? Die hat diese mächtige Kraft, sich mit Mikroplastik anzulegen.
Sie stärken das Immunsystem, sie sorgen für den optimalen Ablauf aller Körpersysteme und wirken unter anderem hormonregulierend. Warum, gucken wir gleich. Und sie unterstützen die Zellen bei der Regenerierung und wirken keimabtötend. Jetzt schauen wir mal auf die psychische Ebene und gehen dann auch zum limbischen System über. Das ist natürlich etwas, ich denke, klar, wir haben einerseits die körperliche Ebene, das ist auch unglaublich wichtig, aber wir wissen ja mittlerweile und eigentlich schon immer und schon lange und erahnen es jetzt auch schon in anderen Bereichen, dass einfach die körperlichen Beschwerden, die wir bei unseren Tieren sehen und auch bei Menschen, immer mit der Psyche zu tun haben. Und deswegen ist die Psyche oder die Seele auch das, was wir uns unbedingt immer mit anschauen sollten. Nie nur eine Sache isoliert betrachten. Und in allem. Was im Moment so auch mein Thema ist, vielleicht auch mal wieder ein neues Buchprojekt. Ich finde es gerade im Moment so ganz, ganz auffällig. Also die Parallelen zwischen Tier und Mensch oder sagen wir mal zwischen Tier bzw. Hund und Besitzer, wenn die eine enge Verbindung haben. Das war ja schon immer so. Aber ich finde es gerade so extrem im Moment, ja, weil natürlich auch viel, viel Belastung im Moment da ist der Menschen in irgendeiner Form. Und ich finde so die Arbeit mit den ätherischen Ölen, die ist so wertvoll, weil man ja immer beide Seiten behandelt. Es profitieren immer beide Seiten. Egal, ob ich eine Massage mache am Hund oder ob ich da irgendwie das Öl so ne, ins Fell wedel oder streiche oder ob ich einfach den Diffusor anmache und das verteilt sich im Raum. Egal, was ich mache, alle profitieren davon. Und ja, finde ich gerade in der heutigen Zeit einfach super. Super, ja. Super wertvoll. Genau, guter Einwand, genau. Weil wenn wir ätherische Öle einfach nur auf unserer Hände auftragen und sie ein bisschen mit der Luft verbinden, sie ein bisschen verwedeln, dann haben wir schon im Prinzip direkt auch eine Wirkung. Ne? Also im limbischen System kommen sie dann sofort an. Und was das macht, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, wir gucken uns die Emotionen an. Es gibt natürlich einen engen Zusammenhang, habe ich gerade schon gesagt, zwischen dem emotionalen Ebene und dem Immunsystem des Körpers. Alles, was mit Erkrankungen zu tun hat, hat irgendwie mit der Seele zu tun. Und der Geruchssinn ist mit dem limbischen System verknüpft. Und das ist ein sehr alter Teil des Gehirns, den wir auch alle haben, auch unsere Säugetiere. Daher lösen Gerüche die Produktion von Neurotransmittern aus, die auf die Produktion zum Beispiel von Hormonen Einfluss nehmen. Und wir wissen, endokrines System, wo werden überall Hormone produziert, wo ist überall wichtig, Schilddrüse, Bauchspeicheldrüse, Nebennieren und so weiter und so fort. Also ein unglaublich komplexes System, was uns total beeinflusst, vor allem heutzutage, wo wir mit so vielen künstlichen Hormonen zu tun haben und das sehr in Disbalance gekommen ist. Welche Frau hat nicht schon mit Hormondisbalancen zu tun gehabt? Es ist nicht normal, dass man bei der Menstruation Schmerzen hat. Es ist nicht normal, was da manchmal rauskommt. Also all diese Dinge sind so aus dem Gleichgewicht geraten. Und das sehen wir natürlich auch bei unseren Tieren. Scheinträchtigkeit an sich ist natürlich erstmal nicht ungewöhnlich, aber wie extrem sie da reingehen. Und das ist immer ein Spiegel, der uns dann wieder gezeigt wird und gesagt wird, guck mal, schau dir das mal an, vielleicht hat das auch was mit dir zu tun. Genau, sie nehmen Einfluss auf die Stimmung und auf die Emotionen, natürlich schon die Hormone, ganz klar. Ein kleines Beispiel, zum Beispiel das kräftige, stärkende Öl Rosmarin, Myrte, Salbei oder Zitronengras lösen die Produktion des Neurotransmitters Noradrenalin aus. Und das ist wichtig, wenn man zum Beispiel auf der Flucht ist, also kräftige Muskeln braucht, Muskelanspannung braucht. Und dann gibt es natürlich sinnliche Öle, das weiß unsere Susanne, wie Ylang Ylang oder auch Jasmin, das ist nämlich eines ihrer Lieblinge oder vielleicht das Lieblingsöl. Beide, und ich hab die beide im Bad stehen und mache die mir auf die zarte Gesichtshaut nach dem Eincremen. Noch so wunderschön. Deswegen siehst du auch morgens schon gleich in der richtigen Stimmung. Ja, genau. Ich mache das mit Weihrauch, aber so unterschiedlich ist man ja auch, ne? Genau, und da haben wir natürlich bei diesen Ölen eine Produktion der Endorphine. Da haben wir wieder hormonbalancierende Wirkung und es ist auch eine schmerzstillende und entspannende Wirkung, ne? Also wenn du so in den Tag startest, dann hast du schon mal die halbe Miete drin. Das limbische System nimmt außerdem auch auf die vegetative Regulation der Nahrungsaufnahme, Verdauung,
Fortpflanzung, Gedächtnistätigkeit und auf das Lernvermögen Einfluss. Also im Prinzip haben wir da ein ganz buntes Sträußlein, was wir ganz toll und positiv beeinflussen können. Und was du gerade sagtest mit dem, dass Tiere und ihre Menschen ja oft so ähnliche Symptome haben und die auch zeigen. Also ich habe das oft erlebt in der Praxis, dass die Tiere oft die Sachen austragen für ihre Menschen. Also vielleicht ist das auch der Grund, warum die Tiere in unser Leben kommen. Ne? Man weiß es nicht. Es sind ja alles irgendwelche Seelenverträge, die da abgeschlossen werden. Und genauso wie unsere Kinder uns auch ganz, ganz viel zeigen, auch körperlich, auch durch körperliche Beschwerden, durch Erkrankungen, die sie im Prinzip einfach uns mitteilen wollen, als ohne dass sie es kommunizieren können. Also das ist so wichtig, da drauf zu gucken. Nicht wegschauen. Schaut euch das an, auch wenn es unangenehm ist, wenn es nicht schön ist. Ich will das auch nicht, dass mein Hund jetzt 15 ist und alt ist und seine Gebrechen hat, aber ich muss drauf schauen. Ich muss mit ihm in Kommunikation gehen. Ich muss mich da reinfühlen. Nur so können wir das gemeinsam glücklich und schön gestalten. Ja, oh Gott, das war jetzt schon fast wieder ein bisschen das Wort zum Sonntag hier. Wie sieht ja, dann das, sind wir auch schon durch. Genau, wie sieht das mit euren Fragen jetzt aus? Ich mach mal, ich weiß gar nicht, sieht man das, wenn ich hier also ihr könnt oben in der Leiste auch das Fenster öffnen, dass ihr euch alle seht. Kann man groß machen auch. Muss ich erst die Buchreise wegmachen? Ja, könnte ich auch, aber das kann ja jeder selber machen auch. Ne? Ich mache jetzt hier das Fenster mal zu. Genau, also ihr könnt das Pfötchen heben, ihr könnt auch einfach so jetzt sprechen, wenn ihr euch jetzt gerade vertragt und nicht euch hier um einen Sprachbeitrag schlagt. Oder ihr seid ihr eingeschlafen? War das schon langweilig? Ich höre keine Schnarchgeräusche, aber wir haben ja auch den Ton bei allen ausgemacht. Wir sind 91 Leute, ich bin sowas von beseelt hier gerade und glücklich. Das freut mich total. Ich habe übrigens heute Sandelholz mal aufgeschlagen. Hier was ganz Feines. Wir brauchen ganz viel Sandelholz. Im Moment orakel ich ja ganz viel für die Leute hier. Und es ist fast immer Sandelholz und Fenchel dabei. Das ist auch spannend. Fenchel auch. Habe ich gar nicht. Fenchel scheint echt eines der Öle der neuen Welt zu sein. Also das solltest du dir auf jeden Fall... Die Nadine schreibt hier, oh Gott, bei der Zitrone und Plastik denke ich gerade an die Zitronenspritzer in den Plastikzitronen, die man zum Beispiel als Spritzer für schwarzen Tee nimmt. Ja, aber das ist ja nur Zitronensaft. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Also, oh, Zitronensäure, doch, das ist nicht gut im Plastik. So, Leute, wann? Hi. Ja. Chemikerin. Cora. Die Cora. Ja, Chemikerin, Zitronensäure und Plastik, gar kein Problem. Zerfällt gar kein Problem? Gar nicht. Zitronensäure, Metall, scheiße. Okay. Die Ölbestandteile sind das Problem und nicht okay. die Zitronensäure an sich. Ja, glaube ich auch. Und, aber man sieht das doch schon manchmal, dass das Plastik dann so weich wird nach einiger Zeit. Nein, das hat schlicht was mit der Art des Plastiks zu tun, ob es ein gutes ist oder ein schlechtes. Okay. Also ein guter Joghurtbecher, wenn man den in eine Mikrowelle tut und warm macht, dann fällt der wieder zu einer Platte zusammen und man kann ihn wieder neu ausformen. Schlechtes Plastik wird schwarz und krümelt sich zusammen. Das hängt davon ab, was für ein Plastik es ist. Okay, danke für die Info. Zitronensäure ist ein guter Reiniger für sämtliche Kunststoffoberflächen. Ja, ja, klar. Weil es nicht angreift. Aber zum Trinken, ne? Es ging ja jetzt um den Zitronensaft. Weißt du, diese kleinen, die so aussehen wie Zitronen auch. Ja, aber das ist ja Zitronensaft. Also da ist, wenn wäre es die Zitronensäure, die drin ist, die da Probleme bereitet. Ja, das ist Zitronensaft und die gibt es ja auch tatsächlich, die haben wir auch im Schrank stehen. Die gibt es ja wirklich auch in Bio. Also das muss auf jeden Fall irgendein Kunststoff sein, der das aushält, der Zitronensaft gut aushält. Ja, und Kunststoff ist ja auch so grundsätzlich was, wo man darüber diskutieren kann, ne? Ob man das möchte oder nicht. Auch ja, aber es geht halt oft nicht anders, ne? Und dann gibt es natürlich wirklich einen guten Kunststoff, gute lebensmittelechte. Und schlechten, also absolut. Da gibt es riesen... Oder Weichmacher, mit Weichmacher. Genau. Ja, ihr Lieben, wenn ihr sonst keine Fragen habt. Wenn ihr schon jetzt heier macht. Ich habe nochmal eine Frage. Ja, Claudia.
Wie transportiert man denn die Flaschen am besten nur aufrecht? Also was habt ihr da für Transport? Soll ich da mal was präsentieren? Ja. Moment, da muss ich einmal kurz aufstehen. Ja, da hatte ich auch eine Frage in die gleiche Richtung. Was meint ihr mit nicht kippen? Ich meine, manchmal trage ich sie, wenn ich hier bei mir auf dem Land rumlaufe und ein Pferd finden muss, um ein Öl aufzutragen, dann sind sie halt mal in der Hosentasche. Das ist ja nicht schlimm. Also jetzt nicht für so kurze Zeiten ist es nicht schlimm, aber dauerhaft würde ich sie hinstellen. Also so für längere Zeit. Ne? Genau, wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag mobil mit meiner Praxis unterwegs bin, und es ist Sommer und es ist heiß, dann habe ich diese Tasche hier. Das ist eine Kühltasche. Da habe ich früher immer meine Muttermilch reingemacht und abgepumpt. Und dann habe ich nochmal so kleine Täschchen da drin. Die kann man dann auch nochmal aufmachen. Und dann hat man alles stehend übereinander. Davon habe ich hier 3 Stück drin. Und dann ist man wirklich, egal ob es super kalt ist im Winter, weil es gibt ja auch ätherische Öle wie zum Beispiel die Rose oder Myrrhe, die sind ganz, ganz dick und ganz fest flüssig. Und wenn die dann zu kalt sind, dann kommt nichts aus dem Tropfer. Ne? Da muss man die sich erstmal in den BH stecken und dann dauert das wieder. Und naja, und so hat man dann immer so, das sind die Geheimtipps hier. Und dann hat man halt immer so ein bisschen so eine konstante Temperatur, ne? Gerade bei Hitze, weil das ist zu schade. Die Öle verflüchtigen dann einfach. Also ich habe so eine super Tasche nicht. Ich baue mir dann immer irgendwie was. Die ist von Tchibo. Das ist jetzt gar nicht so eine super Tasche. Das war einfach so eine Tchibo-Kühltasche und ich hatte Glück, das passte irgendwie alles so zusammen. Mhm. Und die anderen habe ich mir tatsächlich beim bösen A bestellt im Internet. Das sind Nagellack. Taschen. Hast du keinen Nagellack, Henriette? Das verstehe ich. Nein, habe ich nicht. Ja, Claudi. Ich weiß, ich habe nur Dreck unter den Fingern. Das ist mein Nagellack. Erde, Mutter Erde. Mutter Erde und Lehm, ganz feinste Sachen. Ja, der Boden ist recht lehm. Lehm halte ich bei Henriette. Genau, deswegen bauen wir einen Lehmofen bald, ne? Mussten wir bei unserer Hündin, die hat ja auch Haare zwischen den Pfoten, das ist so eine altdeutsche Schäferhündin, mussten wir anschließend Fußbad machen. Den ganzen Lehm da wieder raus. Die hatte so Plateauschuhe an nach dem Spazierengehen. Ja. Ist ja nur im Winter. Aber wir haben Schnee auf dem Maroma, das ist echt schön. Tagsüber 20 Grad, T-Shirt und dann der Schnee auf dem Berg, wunderschön, ne? Ja. Ich hätte auch noch eine Frage. Erstmal ganz herzlichen Dank an euch zwei. Ich finde es wahnsinnig faszinierend und ich bin Neuling in dem Ganzen. Mhm. Meine Frage, gerade wenn man hochwertige Öle verwenden möchte, dann kosten die ja auch ein bisschen was. Was würdet ihr empfehlen einem Starter, was man sich da anschaffen soll? Dass es nicht gleich eine Rieseninvestition ist, aber dass man halt so ein bisschen in die Gänge kommt. Susanne, was würden wir empfehlen? Ich überlege gerade. Möchtest du energetisch arbeiten oder so wie so eine Art Hausapotheke? Oder hast du so, ne, möchtest du eher was für ein Bewegungsapparat? Bist du vielleicht Physiotherapeutin oder so? Nee, eher energetisch. Ja, also für mich ist also das Mittel der Wahl auf jeden Fall Weihrauch. Das dürfte nicht fehlen, finde ich. Lavendel ist das am meisten unterschätzte Öl, glaube ich, aber absolut klasse für alles Mögliche. Und es riecht sogar noch toll im Kaltvernebler. Das kannst du ja wirklich für alles benutzen. Copaiba finde ich auch gut. Als Verstärker. Energetisch auch, ne? Fürs Nervensystem. Ja, und dann die ganzen Baumöle. Wenn es jetzt energetisch ist, finde ich die Baumöle auch fantastisch. Ja, die finde ich auch toll. Die Baumöle. Weißt du, die Baumöle, die wirken ja einerseits erdend, ne? Bäume haben ja eine Wurzel und gehen aber auch in den Himmel. Gerade die großen Nadelbäume, ne? Und die haben eine ganz fantastische Wirkung und haben auch eine ganz hohe Schwingung. Also
Und, aber die Blütenöle sind auch ganz toll, was so energetische Arbeit angeht. Ne? Und was fürs Herz vielleicht. So ein Ylang-Ylang, das ist eins meiner Lieblingsöle. Das ist ein ganz, ganz tolles Blütenöl und das ist auch nicht so teuer. Das ist bei weitem nicht so teuer wie Jasmin oder Rose oder womöglich Neroli, um Gottes Willen. Das sind natürlich ganz, ganz hochwertige Öle. Und das Ylang-Ylang, das wäre noch so mein Favorit, weil das wirklich ein Herzensöl ist. Ja, auch so für die Selbstliebe. Und das kannst du dir auch wirklich, wenn du mal aufgeregt bist und das Herzklabaster, dir einfach wirklich aufs Herz reiben. Ne? Das käme bei mir also auch noch da rein. Und da ich auch jemand bin, ich muss immer so ein bisschen, also im Moment habe ich null Beschwerden, aber ich hatte auch in den letzten 3 Jahren öfter mal, da hat es hier oben gezwickt, wo die Galle ist. Und da haben mir natürlich dann auch so Anis, Fenchel, Kümmelöle geholfen. Ne? Aber so energetisch würde ich sagen, ja, Weihrauch, Lavendel, Ylang-Ylang und ein schönes Baumöl. Eins, was dir gefällt, eine Fichte oder ein Kiefernöl. Ich meine, gerade so diese energetische Arbeit ist ja immer ganz mit dem Individuum verbunden. Ne? Also da würde ich vielleicht auch einfach austesten. Also es kommt halt drauf an, wie man arbeitet. Ne? Aber da könntest du dir einfach so ein paar aufschreiben und die dann austesten mit einem Tensor oder mit einem Pendel oder sowas. Mhm. Oder kinesiologisch. Ja, super, vielen Dank. Also das mit dem Testen verstehe ich. Es wäre halt mehr oder weniger darum gegangen, dass man halt für die Praxis, sag ich mal, eine Handvoll Öle hat oder sowas, ja, man das wählen kann. Ja. Super, danke. Gerne. Ja, wie sieht's aus bei euch? Sollen wir für heute mal Schluss machen? Jetzt haben wir eine Stunde. Haben wir eine Stunde? Ach, perfekt. Dann kann ich jetzt meinen Sohn noch abfüttern. Kannst den Sohn noch abfüttern. Margarete, genau. Hast du auch noch eine Frage oder möchtest du winken mit der Hand? Nee, ich hätte tatsächlich eine Frage. Und zwar, ob es irgendwo, also von einem vernünftigen Anbieter, sowas wie einen Testsatz gibt. Ach, du meinst für die Bioresonanz oder so? Für die Bioresonanz zum kinesiologisch austesten, zum Pendeln, dann brauche ich ja nicht immer den, ich übertreibe jetzt mal, 5-Liter-Kanister für 50.000 Millionen Euro, sondern dann reicht mir ja der berühmte Tropfen. Und das geht so ein bisschen in die Frage auch, wie die Grundausstattung Hausapotheke. Kleine Mengen breiter aufgestellt. Mhm. Also wie gesagt, so diese Testsatzmengen. Ja, also ich meine, also von Naturdarm gibt es da zum Beispiel einen recht guten Hydrolate-Testsatz, mir wäre eben mal so, und ich habe bisher noch nichts gefunden nach einem ätherischen Öle-Testsatz. Nee, wüsste ich jetzt so auch nicht. Mit den ich weiß, die Henriette hat sich ihren Testsatz selber gemacht. In aufwendiger Kleinarbeit, ne? Hast du dir selber überall einen Tropfen reingemacht, ne? In so Röhrchen? Ja, die Flaschen habe ich einfach alle eingescannt, ne? Also eingelesen. Ich habe ja jetzt mit den Jahren habe ich ja ein recht großen, aber ich habe natürlich auch erstmal nur angefangen mit, also ich glaube, man braucht nicht alle Öle, es ist gut einfach, wenn man so die Tausendsasser hat, ne, und da haben wir ja schon ein paar von genannt, da würde ich dann noch vielleicht noch ein paar mit dazu rein und dann fängst du so mit 10, vielleicht 12 Ölen an und dann entwickelt sich das weiter. Aber Margarete, um deine Frage zu beantworten, also ich wüsste auch nicht, dass da ja, doch, irgendwer einen Testsatz hat. Also von uns von unserer Firma gibt es auch, aber habe ich nie genutzt. Ich glaube, ich habe die sogar noch irgendwo, so kleine Tütchen, da sind, glaube ich, 7 Tropfen drin dann. Echt? Mhm. Okay. Ja. Kannst ja vielleicht nochmal nachgucken. Vielleicht schreibst du mal die Henriette an, Margarete, dass sie das nicht vergisst. Ja, das ist wichtig. Okay. Kannst du ja vielleicht mal nachgucken. Das wäre toll. Werde ich machen, schreibe ich mir auf. Merci. Super. Gut.
Ja, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder, ihr Lieben. Und was ist nächste Woche Thema? Weiß ich gar nicht. Gucken wir dann, ne? Das wird schön. Ich freue mich schon. Und wünsche euch einen ganz, ganz wunderschönen Abend. Schaut mal einfach auf der Seite von Presta. Genau, ihr müsst euch für jede Veranstaltung wieder anmelden. Oder ihr dürft. Auch du, Susanne. Auch ich habe mich schon jetzt für alle angemeldet. Hey, super. Ja, dann kriegt man automatisch den Link. Das ist toll. Also Teil 2 ist die Anwendungsmöglichkeiten, die Dosierung, Aroma, Akupressur und Energiearbeit. Also boah, da ist wichtig. Da müssen wir uns anhalten. Da ne? müssen wir durchziehen, müssen wir uns anhalten, weil wir wollen es immer so ein bisschen kurzweilig lassen. Also dass das nicht länger geht als eine Stunde. So viel genau. Zeit kann man sich vielleicht auch freischaufeln abends. Und jetzt könnt ihr wieder irgendwas Schönes anderes machen. Und von Ylang Ylang träumen. Oder von WTB. Oder so. Okay? Okay, ihr Lieben. Ich mache jetzt hier aus. Macht's gut. Wunderschöne Zeit euch. Bis nächste Woche. Tschüss. Danke, dass ihr da wart. Tschüss. Ja, vielen Dank.